So, liebe Leute, weiter geht's mit dem Duell gegen den BVB. Tabellenplatz 2 gegen 4. Ja, es geht wahrscheinlich für uns um Platz 2. Da sind die Niederlagen in Franken gegen Frankfurt und Wolfsburg einfach bitter. Jetzt geht's, wie gesagt, Dortmund dann tatsächlich das Spiel gegen Manchester United, das Heimspiel. Und dann hätten wir. Ja, dann hätten wir. So. Und dann hätten wir das der dann hätten wir das Rückspiel gegen United und dann geht es gegen Hoffenheim. So rum ist es richtig. So. Da dann auf. Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel. Und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Ja, heute nochmal ein wichtiges Duell gegen BVB. Jetzt wäre, wie gesagt, die Tabellenvierte. Die aber haben ja die Bayern geschlagen, aber wir haben halt Und unsere so nächste tritt Niederlage der kassiert. Wir haben ja gegen BVB Wolfsburg heute verloren. also an. Wir So. sehen bei Ihnen Jetzt bitte heute nicht diesen Trend ein wieder weitermachen. 4-5-1, na, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Wir haben vor jedem Spiel, von den letzten drei Champions League Spielen jeweils das Ligaspiel verloren. Wenn wir den Trend heute mitmachen, war es das definitiv mit der Meisterschaft. Natürlich, das ist es ärgerlich, klar. Aber wäre nicht schlimm. Champions League ist eigentlich mehr oder weniger die Priorität. Aber wäre natürlich geil, ein Trippelsieg. Dann quasi zum Karriereende. Vielleicht die letzten Spiele. Mal gucken. Anschluss Dortmund, das Spiel läuft. Auf geht's gegen den BVB. Spieltag Nummer 29 jetzt. Mann. Ja, muss jetzt warten. Und jetzt dieser Und tolle Steilpass. dann Es läuft drin. für Sie. Früh gehen Sie hier in Führung. Eckloff. Das war wichtig, diese frühe Führung. Hier haben wir dieses Tor noch mal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann bringt er diesen Strafschuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Yes! Fünfte Minute. Dortmund ist hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Ich muss mal sogar wahrscheinlich gleich einen kleinen Cut in dieser Folge machen, weil meine Amazon-Bestellung gleich kommt. Sehe ich jetzt gerade erst auf dem Damsgaard. Lieferradar, dass die nicht allzu weit weg sind, ja? Zieht Dortmund mit der Ecke. Deswegen muss ich wahrscheinlich gleich hoffen, dass ich vielleicht nochmal in die Halbzeit komme und da vielleicht einen Break mache. Ecke kommt in die Mitte. Schön abgeblockt. Oh.
Gabriel Jesus. Tor für Bordmann. Super Volley. Das war natürlich irgendwie murmelt sich das schon wieder durch und schon wieder so ein Ding eigentlich, wo du eigentlich klar bist. Und dann müssen wir hier seine und kriegt das Gegentor. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Und damit alles auf Anfang. Gut. Es steht 1-1. Wie gesagt, dieser Trend ist momentan, verliere das Spiel vor dem Champions League Spiel. Und die Niederlage jetzt nochmal zu erlauben. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Möchte ich nicht. Also was heißt möchte ich nicht? Ich habe eh keinen Wunsch und so. Ich muss gucken, dass ich hier was hinkriege. Nächster Ball über Eckloff. Die Flanke jetzt. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. War dann doch zu unentschlossen. Heute müssen da unten Punkte her, oder Buschi? Ja, keine Frage. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze ist schon mächtig groß. Ich würde fast sagen, zu groß. So, kurz rüber ins Studio, denn es gibt Neuigkeiten zum Spiel im Deutsche Bank. Jan Fiedler! Na, viel! Deutsche Bank Park, weil da war Tor für Abseits. Abseits. Ist oben. Wir können uns alle wieder beruhigen. Sie vergeben diese Chance. Timing Frankfurt, Bayern oder was? 100%. Schade eigentlich, war eine gute Szene. Damsgaard. Schön. Gutes Tackling. Das war der kurze Blick auf den anderen Platz, den wir leider unterbrechen mussten. Tor also für Eintracht Frankfurt. Sie führen nun mit 1-0. Mahmoud Dahoud. So. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gegen die Bayern führen. Was natürlich total toll wäre, wenn es so wäre. Ich weiß nicht, gegen wen die Bayern spielen. Das ist es halt einfach, ne? Er holt den Ball hier ganz stark. Dahoud. Mahmoud Dahoud. Jawohl. Ah, spielt er weg. Ja, lass uns doch auslaufen. Jetzt den Einwurf. Gewinnt dieses Duell. Dahoud. Das ist doch nicht wahr. Lass den doch aus fünf Lichtjahren Kilometer entfernt und keine Ahnung was schießen. Und er haut das Ding einfach mal kurz als Keil rein. Mann. Er setzt sich durch. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. 2-1. Hier ist noch alles drin. Wieder ein Ballverlust. Der BVB mit dem Ballverlust. Meine Fresse, ey. Schenkt doch. Man schenkt den doch jeden Ball, ey. Aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion lässt da überhaupt nichts anbrennen. Kurze Ecke. Thiago. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, Konterball über Aubameyang. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Ab, ab. Das muss der Ausgleich sein. Das ist nicht wahr, der hat den. Macht er gut. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ecke kommt rein. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. So, mal eben schnell ins Studio. Da gibt's was Neues zur Partie im Deutsche Bank Park. Es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Frankfurt. Der neue Spielstand heißt. Ja, pfeifst doch! Zeig's doch, Kramek! 40 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Schön, danke, dass ihr mir nicht wieder. Fischer. Dass ihr mir nicht nochmal was ab. Dass ihr mir gesagt habt, wer was wie. Ich hätte sie gern gewusst, was gegen wen sie spielen. Also ich meine, sehe ich jetzt eh gleich an der Pause. Foulspiel gepfiffen, es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Aubameyang, Riesenschuss. Aubameyang! Das Tor durch Aubameyang! Das war wichtig. Das war so was von wichtig. Ich muss gewinnen, wenn die Bayern patzen. Ich glaube, dass mich Frankfurt gegen Bayern pitzen. Kurz vor der Pause kassieren sie den Ausgleich. Eine wichtige Szene und da werden sie sich ärgern. Vielleicht waren sie gedanklich schon in der Kabine. Das ist ganz, Pause, ganz, 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 ganz wichtig. Tore dich ab und durch Aubameyang hin. Legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Mhm.
So, jetzt gucken wir kurz auf die Tabelle. Bayern führt in Augsburg. Okay, dann wollen wir eigentlich nur drauf gucken, was Augsburg macht. Und Augsburg. Jetzt geht's hier weiter. Ja, okay. Es wäre trotzdem wichtig, einen Sieg zu holen. Ah, schade. Gitter kommt dann ab nicht vorbei. Abkommen dann geht da nicht vorbei. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich gleich in kurz dieser Halbzeit hier einen kleinen Cut machen muss. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Mahmoud Dahoud. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche. Aber es ist nichts passiert. Ist ja gut gegangen. Aubameyang und Kobel. Kobel ist da, hält den Ball. Der hat mehrere Dinger schon rausgeholt jetzt gerade. Die Fans hoffen auf die Führung. Kein Problem, der Torwart ist da beim Eckball. Ja, darfst auch mal weitermachen, ne? Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Chance zur Führung. Ja, reingemummelt. Tor für Pierre-Emerick Aubameyang. Doppelpack, glaube ich, oder? War sogar drei. Ne, ich glaube Doppelpack, weil Abpack ist das. Aber der Abschuss, Kobel zögert sehr lange raus. Und es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts. Bayreuth dreht. 4-3-2. Ja, Eckhoff hat das Tor gemacht. Und sicher ab. Eckhoff. Also, Fakt ist. Gabriel Jesus. Jesus. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jawohl, der Ball geht durch. Mit dem Tempo. Aber jetzt kommt nicht ran und geht da. Gut aufgepasst und verteidigt. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit. Alvarez gegen Grote. Und Nina, ist ein scheiß fucking Tor daraus gepasst. Wieder drin in diesem Spiel. Ausgleich. Mann, wieso krieg ich die nicht weg? Verteidig die Idioten, den Scheiß, ey. Und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Jesus. Gabriel. Schön, der fällt auch noch rein, ey. Ja, Mann. Ballverlust beim BVB. Rote. Damsgaard. Gabriel Jesus ist das. Jetzt vielleicht der BVB. Was ist das, ey? Mahmoud Dahoud. Thiago. Er trifft die Latte. Und damit war es das erstmal da hinten. Glück gehabt. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tun. Jetzt passt es! Sie machen hier tatsächlich noch. Dortmund hat die Riesenchance. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Kontakt hier die Führung zu machen. Auf. Und dann trifft Pierre-Emerick Aubameyang aus kurzer Entfernung. Ja, wer will den denn halten? So, geht hier so, noch jetzt was. Muss irgendwie das Spiel abgepfiffen werden. Klasse, wie er dahin geht. Vielversprechender Steilpass. Ja, spiel ihn auf Ab lieber. Der steht nämlich nicht im Abseits. Zu früh kommt. Dann machst du es der Abwehr natürlich gleich. Ja, aber da muss die Abwehr aufpassen. Irgendwann geht sowas gut. Irgendwann kommt dieser Pass perfekt und dann wird's gefährlich. Merino jedenfalls mit der super Grätsche da. 4 Minuten bleiben hier noch.
Ja, wird hier gut unterstützt. Nur noch der Torwart vor sich. Wahnsinn, oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Das ist Kurbel vorne. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Unentschieden zu stellen. Auf der Linie rettet er. Und Noppert. Ganz viel Glück dabei. Was eine Parade. Verhindert den späten Ausgleich. Unglaubliche Szene. Ja, den muss er besser erklären. Jetzt ist durch. In dieser Partie, dieser Weg, Sieg war sowas von wichtig. So, ich muss jetzt kurz hier gleich einen Break machen. Was heißt kein Break? Ich beende hier kurz und schnell die Folge. Ich brauche keinen. Bayern gewinnt in Augsburg 2-0. Naja, ist nicht schlimm. So, nächster Gegner ist Manchester United in der Champions League. Und das würde ich sagen, sehen wir uns wieder natürlich in der nächsten Folge. Bis dann.